Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde des SCM, natürlich hier an Management, Trainer, Spieler, herzlich willkommen, mein Kollege Chris Döring. Es ist ja schon eine gute Übung, wir treffen uns jedes Jahr hier zum Saisonauftakt zur ersten Pressekonferenz und ja, diesmal ist es ein besonders schöner Termin, weil wir haben einfach eine tolle Saison hinter uns, Final Four. Wer von Ihnen mit in Hamburg war, dem muss man das jetzt nicht mehr erzählen, war alles super. Letzte Woche bei Mercedes, das war auch, fand ich, eine sehr gelungene, gute Veranstaltung. Also wir freuen uns hier als Hauptsponsor, dass wir, sag ich mal, jetzt auf diesem Fundament, hoffe ich, weiter aufbauen können und dass es gut vorangeht und schauen sehr erwartungsvoll in die nächste Saison und sind gespannt, was Sie uns alles zu sagen haben. Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gerold. An erster Stelle erstmal der Dank, dass wir wieder bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich denke, die GTEC seit langen Jahren Hauptsponsor des SC Magdeburg, gerade auch in schwierigen Zeiten. Jetzt waren die Zeiten letztes Jahr deutlich besser und es ist sehr, sehr gut für uns und sehr wichtig, dass wir das Flaggschiff, sage ich mal, bei uns im Sponsorenpool weiter an unserer Seite haben. Und wie gesagt, auch von der Seite an Sie, Herr Dr. Gerold, Chris Döring und die ganze GTEC-Gruppe, ein großes Dankeschön. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Saisoneröffnungspressekonferenz, Saison 2015-2016, seitens des SCM, Ihnen bekannt, sportliche Leiter Steffen Stiebler mit dabei, Trainer G.S. Svensson und Fabian van Olfen als Mannschaftskapitän. Bevor wir zur sportlichen Einschätzung kommen, vielleicht noch ein paar organisatorische Dinge vorab. Meine Kollegin Katja Müller hat die Akkreditierung für Sie vorbereitet, werden nachher an Sie ausgehändigt. Es gibt so ein paar Veränderungen, nächstes Jahr nichts Dramatisches. Die Interviewzone, die Sie jetzt aus der Einlaufecke heraus kennen, wird sich nächstes Jahr im Durchgang befinden. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Ruhe. Da gab es gerade von den Hörfunkkollegen den Wunsch, das ein bisschen zu separieren. Das heißt, Olaf Scholz, der weiterhin unser Presseverantwortlicher bleibt, nimmt da Ihre Wünsche auf und wird dann da auch die Spieler entsprechend zuführen, damit wir umgehend dann für Sie ein Interview organisieren können. Das heißt, auch die Mannschaft wird nächstes Jahr aus der Mitte einlaufen, auch eine Neuerung beim SC Magdeburg. Es liegt einfach daran begründet, dass wir unsere VIP, Neudeutsch Hospitality Bereiche, ausbauen durften aufgrund der guten Nachfrage. Das heißt, wir werden neue Räumlichkeit dazu bekommen und das macht eben erforderlich, dass die Mannschaft aus der Mitte einläuft. Es ist einfach so, dass eben auch Wunsch vieler Zuschauer war, das ein bisschen auf die Halle zu verteilen. Ich denke, dass wir da viele Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten. Wir werden auch in der Pressemitteilung nochmal auf andere Veränderungen hinweisen, beispielsweise, dass wir den Zuschauer auch aufgrund unserer Dauerkartenkunden im Stehplatzbereich die Halle wieder 60 Minuten voröffnet. Letztes Jahr waren es 90 Minuten. All das werden wir noch kommunizieren, damit einfach die Wartezeit bis zum Spielbeginn überschaubar bleibt. Für die Sponsoren bleibt es bei den 90 Minuten, die wir hatten. Ja, kurzer Blick zurück. Herr Dr. Gerold hatte schon gesagt, wir hatten letztes Jahr sportlich ein gutes Jahr und von Seiten der Geschäftsführung kann ich sagen, dass es auch wirtschaftlich gut war. Wir haben das Jahr positiv abgeschlossen, das kann man jetzt definitiv sagen. Das heißt, der Sanierungskurs, den wir seit 5 Jahren gefahren haben, wurde fortgesetzt. Der SC Magdeburg ist stabil aufgestellt. Wir haben den Etat für die kommende Saison komplett untersetzt. Wir haben die guten Zeiten genutzt, also die sportlich gute Phase genutzt, weiter intensiv am Sponsorenpool zu arbeiten, am Partnerpool, haben, was normal ist, in etwa 10% Abgänge zu verzeichnen, aber das sind 20 Adressen, aber gleichzeitig haben wir eben knapp 70 dazu gewonnen. Das heißt, wir sind stabil aufgestellt. Wir haben mit 4.106 Dauerkarten ein Allzeithoch erreicht, was uns sehr, sehr freut. Was natürlich dann in der Praxis immer schwierig ist, wenn sich jeder freut, wir haben so viele Dauerkarten verkauft, aber dann heißt es, ich hätte gerne noch 20 Karten gegen Berlin. Das wird dann schwierig, aber der Aufgabe stellen wir uns natürlich gerne, das zu organisieren. Also, wie gesagt, wirtschaftlich von der Organisation her, denke ich mal, sind wir gut aufgestellt. Der Weg ist da bereitet. Die Rahmenbedingungen sind gegeben. Wir werden auch bei der Technik, bei der Präsentationstechnik noch ein paar Veränderungen in der GTEC Arena haben, um das einfach auch noch auf ein weiter noch höheres Niveau zu legen. Also wie gesagt, die Rahmendaten sind gegeben. Jetzt wird ab nächsten Sonntag in der Bundesliga zumindest, im Pokal geht es ja jetzt schon los, der Sport das Wort haben und Einschätzung zur Liga, ich beziehe mich da auch nur auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wie Sie wissen, seit 2 Jahren veröffentlichen wir keine Etatzahlen mehr, aus gutem Grund. Wenn ich die Veröffentlichung so lese der Kollegen, da muss man schon manchmal schmunzeln. Ich glaube einfach, dass es 3 Mannschaften gibt, die wirtschaftlich und in der Folge auch sportlich
definitiv, wenn alles normal läuft, das Rennen der ersten drei Plätze unter sich ausmachen werden. Ich denke, dass Flensburg extrem nachgelegt hat, personell. Also Kiel, Rhein-Neckar und Flensburg sind die Mannschaften, die die ersten drei Plätze, wo ich sage, das ist gesetzt, es sei denn, es passiert was Außerordentliches. Wir wollen aus unseren Möglichkeiten das Bestmögliche machen, sehen uns aber mit Melsung und Hamburg, vielleicht Berlin, Göppingen, den üblichen Verdächtigen, sage ich mal, Melsung nicht zu vergessen, dahinter. Und es kommt auch darauf an, wie kommt man in die Saison rein, was macht die Verletzungssituation, und zum Saisonziel wird dann Steffen und Gehi mit Sicherheit noch was sagen. Insofern ist das zum Organisatorischen von meiner Seite erstmal alles. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Themenkomplex haben, stehe ich gern zur Verfügung. Ansonsten würde ich das Wort an Steffen Stiebler weiterreichen. Keine Fragen. Insofern, Steffen, vielleicht eine kurze Einschätzung zur sportlichen Situation. Ja, herzlich willkommen. Wir haben Anfang Juli sind wir in die neue Saison gestartet. Dieses Jahr mit drei neuen Spielern, Michael Damgaard, Finn Lemke und Seko Musa. Wir sind mit dem Stand der Vorbereitung eigentlich sehr zufrieden, hatten einige Verletzungsprobleme. Michael Damgaard war gleich nach der ersten Woche erkrankt, hatte bakteriellen Virus. Das ist jetzt seit einer Woche wieder passé. Er trainiert jetzt voll mit, hat jetzt auch am Wochenende in Ilsenburg gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben, weil er halt doch das Besondere eigentlich im Handball mitbringt, ist nicht ausrechenbar, ist sehr schnell, wurfgewaltig, und das hat er am Wochenende gezeigt, und wir hoffen natürlich, dass die fehlenden Wochen in der Vorbereitung ihn gerade in der Saison, in der ersten Halbserie der Saison nicht behindern werden. Finn Lemke hat auch eine gute Vorbereitung gemacht, der wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um in das System reinzufinden. Aber da machen wir uns eigentlich auch keine großen Gedanken. Und Seko Musa ist, glaube ich, am ersten Tag sofort angekommen, hat auch so die Rolle in der Mannschaft mit seiner ruhigen Art, gerade auch was Deckungsbereich betrifft, sofort übernommen. Hat sicherlich auch noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten, was die Deckung betrifft, aber das ist ganz normal, macht das sehr, sehr gut. Und wir hoffen natürlich, dass Yves Grafenhorst, der immer noch einer Schulterverletzung leidet, dass der so schnell wie möglich kommt. Dafür haben wir Vincent Sohmann jetzt auf der Linksaußenposition voll integriert, der das am Wochenende auch gegen West-Wien sehr, sehr gut gemacht hat. Ansonsten arbeiten wir auch in der Vorbereitung immer noch komplett mit dem Kader der Youngsters. Und werden dann nächste Woche mitentscheiden, wer dann von den Spielern bei der ersten Mannschaft bleibt. Weil wir haben einen Kader von 14. 14 dürfen auch immer nur spielen. Also müssen wir dann entscheiden, wer dann permanent auch bei uns die Spiele mit absichert. War jetzt Zielsetzung, hatte Marc schon gesagt. Er hat ja im Prinzip relativ viel schon vorweggenommen. Ich glaube auch, dass die ersten drei Mannschaften, Kiel, Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen, doch einen großen Abstand haben zu den Mannschaften, die danach kommen werden. Das beruht sicherlich auf die wirtschaftliche Komponente und dadurch natürlich auch durch das Spielerpotenzial, was die Mannschaften haben. Mein persönlicher Favorit wird dieses Jahr Flensburg sein, weil ich glaube, dass die sich extrem verstärkt haben, gerade auf den Rückraumpositionen. Und wenn die das schaffen, sich schnell einzuspielen, glaube ich, wird es Kiel sehr, sehr schwer haben. Für uns ist es halt wichtig, dass wir, der Trainer sagt immer gerne, wir gucken von Spiel zu Spiel. Das ist, glaube ich, auch, das hört sich für Sie vielleicht immer ein bisschen blöd an, wenn das 17 Mal kommt im Jahr, aber noch mehr. Aber für uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns wirklich extrem auf dieses nächste Spiel vorbereiten, weil das war unsere große Stärke, die gute Vorbereitung und die mannschaftliche Geschlossenheit. Und da arbeiten wir daran, dass wir das auch für die kommende Saison wieder hinbekommen. Und ich bin aber recht zuversichtlich, dass wir da auch, was den Saisonstart betrifft, da sehr gute Ergebnisse erzielen werden. Und die Mannschaft wird sich relativ schnell finden, weil auch die Neuen sehr schnell integriert wurden in die Mannschaft. Das war es erstmal von mir. Wenn Gehe noch was zu ergänzen hat, dann bitte. Ja, schönen guten Tag. Also ich finde, die beiden haben das ganz gut erklärt. Also ich weiß nicht, was ich noch sagen muss. Also wenn ich jetzt
anfange mit, ja, also die drei Stärke und bla 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 zu sagen. Aber das ist ein bisschen so, das ist klar. Ich sehe das auch schon mit Flensburg, so wie Steffen. Und also ich bin so ein bisschen gespannt, also wie das bei Kiel läuft. Aber das ist sowieso egal. Also es geht um uns, es geht um, also wie wir vorbereitet ins jedes Spiel kommen. Und das ist so eine Klischee zu sagen, dass wir denken auf nächstes Spiel. Aber das ist einfach so. Also es bringt gar nichts, dass wir fangen jetzt an, auf EHF Cup zum Beispiel zu denken. Also EHF Cup kommt, also ich weiß es eigentlich nicht, wann es kommt. Oktober, November oder so. Und so ist es. Also nächste Aufgabe haben wir am Samstag und Sonntag. Und heute haben wir auch eine Aufgabe, also dass wir trainieren heute. Und wir haben noch eine Aufgabe morgen, trainiert morgen. Und dann haben wir diese zwei Spiele. Und so geht das Tag für Tag. So müssen wir das einfach nehmen und so wird das gemacht. Erstens ist, diese zwei Spiele an diesem Wochenende zu gewinnen. Dann haben wir so eine Woche uns für das erste Punktspiel zu vorbereiten. Vorbereitung ist gut gelaufen. Wir haben ja so eine Woche kürzer als normal, kann man sagen, weil Pokal jetzt kommt. Wir haben hinter uns ja so fast 5 Wochen. Sind gut gelaufen. Die Jungs haben das wirklich gut gemacht. Wir haben große Karte gehabt, also so fast jedes Mal 21 Spiele, 20 Spiele im Training gehabt. Die Jungs sind bis jetzt immer dabei, machen das auch gut und es gibt also Riesenpotenzial bei den Jungs. Die haben auch schon ein bisschen Erfahrung bekommen, viele Trainingsspiele gespielt und wir haben versucht, die Minuten so gut zu verteilen wie möglich. Aber jetzt geht die Hölle los und so das bedeutet einfach, die werden also einfach weniger spielen und so unsere Stammspieler, die ersten 14, also werden einfach mehr spielen. Mit Yves haben wir gut erklärt, also es läuft gut, aber man weiß nie, wie es weiterläuft. Und ein Beispiel, also jetzt sind zwei Spieler mit Bronchitis, das bedeutet einfach, die können nicht am Wochenende spielen und das kommt so plötzlich. Und auf das können wir uns nicht vorbereiten. Das bedeutet einfach, zwei andere Spieler müssen verantwortlich sein für die Spiele. Und so wird das gemacht. Wir versuchen, und das haben wir immer versucht, und das, es wird so, das kann ich versprechen, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Das ist einfach so. Geht das? Weiß ich nicht. Werden wir einfach sehen. Und noch eins kann ich versprechen. Wir versuchen jedes Mal alles zu geben. Dass wir so bereit in jedes Spiel kommen, so möglich ist. Und weil wir wollen Erfolg. Wir wollen weit kommen. Wir kennen das seit letztes Jahr. Und Hamburg hat uns ein super Gefühl gegeben. Und hat uns klar gesagt, dass wir können viel. Aber es kommt nicht automatisch. Ich sage das immer. Ein gutes Beispiel war natürlich Donnerstag und Sonntag. Am Donnerstag haben wir ganz gut hier zu Hause gegen St. Raphael gespielt. Und klar, St. Raphael hat ja nur so fast 2 Wochen trainiert. Ich glaube, das war erst das zweite Trainingsspiel bei St. Raphael. Und klar haben wir deswegen den Unterschied gemerkt. Aber wie wir am Donnerstag gespielt haben, also würde nie Sonntagsspiel gewinnen. Und wir haben zwei Hälfte gesehen am Sonntag, erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Und das kann einfach passieren, also wenn man nicht bereit ist, dann kann das auch so laufen, so wie erste Halbzeit gegen St. Raphael. Aber wir haben richtig Gas gegeben, zweite Halbzeit und am Ende Spiel gewonnen. Aber so ist das, Spiel dauert nur 60 Minuten, 60 Minuten ist nichts. Und wenn man nicht bereit ist für diese 60 Minuten, dann kann alles passieren. Und wenn man richtig bereit ist, dann kann ja auch alles passieren. So, das wird unser Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Geht das? Wir werden sehen. Wird auch nochmal die 3 Neuzugänge mit einem Rohr einschätzen? Ja, klar. Also mit Damgård, dann war das natürlich schade, dass er hat nur ein paar Tage mit uns trainiert, bis er diese Infektion bekommen hat und er hat, also, und er könnte eigentlich gar nicht mit uns trainieren, weil er dürfte nicht. Und
Das war natürlich schade, aber er ist schnell reingekommen und man sieht, dass er, also, dass er Handball kann. Ich sage oft, dass er so bei uns so ein bisschen X-Faktor ist. Und also ich glaube, dass einfach, wenn er also besser rein in die Mannschaft kommt, Tag für Tag, Woche für Woche, dann wird der Hund uns hundertprozentig helfen. Erwartungen, also wegen Musa, also das ist klar, er ist hier gekommen, weil er kann viele Abwehrvarianten spielen. Und er hat das schon gesagt. Er ist ein sehr guter Spieler, starker Spieler, hat Handballverständnis und also einfach also sehr gut. Finn ist auch sehr, sehr talentierter Spieler. Für Finn ist so alles ein bisschen neu, obwohl es um das Gleiche geht, also Handball. Dann, und er braucht einfach seine Zeit. Aber ich bin 100%, dass langsam kommt er besser und besser rein und wird uns auch helfen. Alle drei trainieren sehr gut, sind sehr motiviert und passen ganz gut, gut rein. Noch Fragen an den Trainer oder an Steffen? Lars, du hast doch immer einen Zettel dabei. Was in deine E-Mail kommt, ja. Gut, die erste Frage, Platz 3 hast du schon beantwortet, ob das ein realistisches Ziel ist. Zweite Frage war, Steffen Lieber sprach in einem Interview mit der Volksstimme von einem Topspieler, den der Verein eventuell noch verpflichten wollte. Frage, warum kam es nicht dazu? Ist nicht notwendig gewesen, oder? Von wann ist denn das Interview? War schon gerade, ja. 2007, aber die andere Frage ist von heute. Also ich glaube, dass wir mit Musa und mit Damgaard schon zwei Topspieler verpflichtet haben. Der Zuschauer-Zuspruch, hast du ja auch gesagt, wächst immer mehr. Dauerkarten so viel wie noch nie. Und GTK Arena ist auch nicht mehr die jüngste. Gibt es da Planungen, eventuell mal eine Renovierung, Kapazitätserweiterung und so weiter? Also die Frage müsstest du an den Inhaber oder den Eigentümer stellen. Mir ist davon nichts bekannt. Aus eurer Sicht, ist das notwendig oder sagst du? Ja, natürlich versucht man immer weiter die Rahmenbedingungen in der GTK Arena zu verbessern. Wir haben da auch einiges schon getan, auch aus eigenen Mitteln in den letzten Jahren. Wir sind da im ständigen Dialog mit der Stadt Magdeburg, die uns weiterhin sehr stark unterstützt. Aber es ist jetzt nicht daran zu denken, die Kapazitäten auszubauen. Das ist jetzt nicht das Thema. Zudem muss man auch bedenken, dass so eine Investition wie die GTK Arena, ich glaube 96 gebaut, das Förderzeiträume zu berücksichtigen, was Veränderungen angeht und. Also da steht aktuell nichts auf dem Plan. Aber ich möchte vielleicht noch was ergänzen zu der Frage, die du an Steffen gerichtet hast. Das heißt, wir haben aber trotzdem die Fähigkeit, auch noch unterjährig zu reagieren. Die Frage ist jetzt einfach, hält man das Pulver noch trocken? Guckt man sich die Entwicklung an? Wird man dann punktuell was tun? Wie gesagt, mit den Verpflichtungen von Damgaard und Musa, glaube ich, haben wir schon qualitativ einen guten Schritt gemacht. Aber wir müssen weiterhin in der Lage sein, auch reagieren zu können, wenn was passiert. Die letzte Frage geht weiter in die Zukunft. 2016 laufen einige Verträge aus. Wird es einen großen personellen Umbruch geben oder wird der Kader noch punktuell verändert? Denkt ihr schon in die Richtung? Also momentan geht eigentlich alles erstmal auf den Saisonstart und dann liegt es natürlich auch immer an jedem selber, wie es dann weitergeht. Also wenn man sich unentbehrlich macht, dann ist das auch alles in Ordnung. Also diese Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Da werden wir uns, denke ich mal, auch erst in den nächsten 1-2 Monaten mit beschäftigen, wenn wir sehen, wie die Saison angefangen hat. Ja, völlig klar ist auch, und das möchte ich dann auch hier ergänzen, dass wir uns natürlich, wenn man in der Range momentan so zwischen 4, 5, 6 spielt, dass man sich natürlich da frühzeitig Gedanken machen muss, wie es weitergeht. Also das ist einfach zwingend erforderlich in dieser Tabellenregion, frühzeitig zu planen, frühzeitig sich Gedanken zu machen. Aber momentan stehen die Zeichen auf Saisonstart und alles andere werden wir sehen. Ich habe die Frage auch so verstanden, muss man sagen. Beobachtet ihr den Markt? Habt ihr schon verändert? Definitiv. Geht so in diese Richtung? Das wäre fahrlässig, das nicht zu tun. Eben. Gut, danke. Gibt es noch Fragen an die beiden sportlich Verantwortlichen? Jeannette? Ja, diese Sorgen Sie nochmal. Fabian, wie habt ihr intern in der Mannschaft, auf was habt ihr euch geeinigt? Das heißt jetzt intern. Ja, öffentliche Meinung, die zitiert wäre? Ja, das ist ja alles gesagt wurde. Ja, also was. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Ich finde, diesen Satz sollte man zitieren. Ja.
mehr Schalt hier. Ja, es ist ja klar, dass man das erstmal, sage ich, ist meine Meinung, man soll erstmal bestätigen, von was man geschafft hat letztes Jahr. Und das wird schon schwer genug, um wieder in die Region vierte Platz zu kommen oder zu bleiben. Vielleicht plus X, minus X, das weiß man jetzt gerade nicht. Ja, natürlich will man wieder nach Hamburg, natürlich will man in der ERF-Cup so weit wie möglich kommen. Aber jetzt immer so, ich denke, wir sind da letztes Jahr gut mit gefahren. Immer versuche die Konzentration aufs nächste Spiel zu legen. Und wenn man immer zu weit vorausschaut, von ja, was ist in zwei Wochen, ist egal, was in zwei Wochen ist. Ja, es ist zählt, was jetzt kommt oder was jetzt am Wochenende ist, das nächste Spiel. Und klar hat jeder Vision über uns. Ja, ich möchte auch Deutscher Meister werden, ich möchte die EFK gewinnen und DFB-Pokal. Das ist ja klar. Ja, aber man muss da realistisch sein. Und jeder hat seine eigenen Ziele und zusammen unser Ziel ist, das erstmal zu bestätigen, was wir letztes Jahr geschafft haben. Ja? Aber dafür müssen wir einfach auf jedes nächste Spiel konzentrieren, was kommt. Und es macht keinen Sinn, da zu weit vorauszuschauen und da verliert man den Fokus auf die wichtige Aufgabe und ja, letztendlich stehen wir dann am Ende des Jahres mit leeren Händen da oder mit unerreichten Zielen. Fabian, vielleicht noch ergänzend ein paar Worte. Vorbereitung aus deiner Sicht, auch vielleicht was zu den neuen Mannschaftskollegen. Zu den neuen Mannschaftskollegen, die viel gesagt wurde. Ich finde, die sind gut in der Mannschaft integriert. Für den einen ist es auch ein bisschen leichter als für den anderen. Normal sage ich immer, ich denke, es ist für die deutsche Spieler das Leichteste, weil die Sprache auch kennen. Ich denke aber jetzt, dass Musa und Damgard sich genauso gut integriert haben. Ich denke, dass es für Finn auch eine neue Welt ist. Er kennt natürlich auch die Geschichte des SC Magdeburg, wie groß der Verein ist. Ja, da muss er sich auch dran gewöhnen. Er ist noch ein sehr junger Spieler. Er war zwar groß, aber eigentlich nur ein kleiner Junge. Ja. Und wir versuchen die Jungs auch so gut wie möglich aufzufangen, sodass sie sich wohl fühlen. Alle von uns bringen spezielle Fähigkeiten mit in ihr Spiel und die wollen ich so gut wie möglich ausnutzen. Ich denke, bis jetzt klappt das, wie gesagt, ganz gut. Musa fühlt sich wohl, Damgard fühlt sich wohl, Finn fühlt sich wohl in der Mannschaft und das Sportliche wird sich dann auch, denke ich, wenn es wirklich ernst wird, dann auch zeigen, wie wohl sie sich wirklich fühlen. Und ich denke zu der Vorbereitung, dass wir haben noch bis jetzt kein Spiel verloren. Wenn man kein Spiel verliert, ist man immer natürlich zufrieden. Es gibt viele Sachen, die man noch verbessern kann. Das hat man auch in unserem Spiel gesehen. Dafür ist natürlich auch ein bisschen Zeit. In der Saison müssen wir noch auch wachsen. Und ich denke, bis jetzt können wir positiv zurückgucken auf unsere Vorbereitung. Gut. Ich gucke nochmal in die Runde. Das ist okay. Wenn keine weiteren Fragen mehr gibt, ich denke, das. Ja. Nein, schon gut. Okay. Habe ich falsch interpretiert. Ich denke, es gibt ja gleich sehr viele Wunschfotos zu machen, individuelle Interviews. Wie gesagt, auch für die Zukunft. Olaf Scholz bleibt Ihr Ansprechpartner. Das zu organisieren natürlich nicht heute, sondern das machen wir natürlich jetzt hier alles auf die Schnelle. Und wie gesagt, Frau Müller gibt Ihnen die Akkreditierung. Ergänzend zu der Akkreditierung, das ist auch für den Ordner jetzt einfacher, gibt es auch zusätzlich Parkberechtigung für den Parkplatz hinter der GTEC Arena. Bitte einfach hinter die Windschutzscheibe klemmen. Das macht dem Ordner das Leben auch ein bisschen einfacher und uns auch bei der Organisation. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison erleben werden und bedanke mich schon mal vorab für Ihre Unterstützung und Berichterstattung. Vielen Dank.